Hallo Lieben, Spezialsendung. Ich befinde mich gerade in Dresden. Hinter mir seht ihr die Elbbrücke. Und ich werde nochmal Spezialaufnahmen davon machen. Aber viel wichtiger ist, neben mir steht mein Freund Axel Quint von Eingeschenkt.tv. Wir sind gerade direkt hier. Alex, erzähl mal, was ist hier passiert? Weil ich habe gesagt, wir müssen dringend hier ranfahren, um live zu berichten vor Ort. Was ist passiert hier? Ja gut, live passiert jetzt nicht mehr viel, das ist schon passiert. Also, das ist die Carola-Brücke in Dresden, eine ganz wichtige Verkehrsader, bestehend aus eigentlich drei Brückenelementen. Eins für eine doppelspurige Fahrspur rüber, eine doppelspurige Fahrspur zurück und ein extra Brückenelement, über den die Straßenbahn gefahren ist. Und dieses Brückenelement ist am 11. September, welch ein Zufall, zusammengebrochen. Kurz zuvor waren in Sachsen Wahlen, die nicht so ausgefallen sind, wie sie vielleicht ausfallen sollten. Das erinnert mich an ein ähnliches Ereignis in Genua, aber beweisen kann ich es natürlich nicht. Lange Rede, kurzer Sinn, das ist nachts zusammengebrochen. Und zwar 10 Minuten, nachdem eine ungefähr 40 Tonnen schwere Straßenbahn drüber gefahren ist, ohne dass Gott sei Dank Menschen zu Schaden gekommen sind. Aber das ist natürlich für mich, und ich habe ein bisschen technischen Hintergrund, natürlich schon sehr, sehr eigenartig, dass eine Brücke ausgerechnet dann zusammenbricht, wenn die Last weg ist. Du musst dir vorstellen, das ist eine Spannbetonbrücke. Unten in diesen Betonelementen sind Eisendrähte unter Spannung und die halten eigentlich die Brücke. Und jetzt stell dir mal vor, ich würde einen Pfeil und Bogen, also einen Bogen spannen, unter Last, loslassen, in die Ecke stellen und eine Viertelstunde später bricht er zusammen. So ähnlich ist es hier mit dieser Brücke passiert. Na, was könnte es für einen Hintergrund geben, warum das passiert ist, sag mal so? Oder wer könnte Interesse daran haben, dass es so passiert? Ne? Schwer zu sagen, schwer zu sagen. Natürlich kann man in so eine Brücke nicht reinschauen. Ne? Die sollte auch saniert werden. Dresden hatte Geld, beziehungsweise der OB und die Stadtregierung hier, die hatte Geld für gewisse Pracht- und Prunkbauten, und die Brücke war schon längere Zeit quasi als mangelhaft eingestuft worden, und immer wieder wurden die Gelder nicht zur Verfügung gestellt. Und jetzt, ich habe ja Beziehungen auch, weiß ich, dass kurz vor der Vergabe des Auftrages für die Brückensanierung das Ding einfach zusammengekracht ist. Und jetzt hat natürlich jeder Angst, dass auch die zwei Spuren, die ja zu gleicher Zeit erbaut worden sind, vielleicht auch plötzlich zusammenbrechen könnten. Aufgrund dessen ist hier überhaupt gar kein Verkehr mehr. Ja, ich will ja jetzt keine Verschwörungstheorie irgendwie Vorschub leisten, aber es ist der 11. September und sie ist dann zusammengebrochen, wo keine Last drauf war. Den Rest dürft ihr euch selber denken. Interessant ist, wenn du das große Bild siehst. Ich hatte ja gerade in einem Buch drüber geschrieben, wir haben ja darüber gerade gesprochen. 11. September sehr viele passiert. Beispielsweise am 11. September 1990 hat George Bush Senior ja die neue Weltordnung auserkoren. Wenn du dich damit befasst, der 11. September ist quasi ein magischer Tag für die wahren Verschwörer weltweit, könnt ihr mal gerne recherchieren. Und deswegen finde ich es besonders spannend, dass hier gerade in Dresden das auch passiert ist. Dresden hat eine andere Symboltracht. Ich sage nur, die Bomber Harris, ne, die letzten Kriegstage, hat ja mittlerweile die Todeszahlen, wenn er so runtergespielt ist, gar keiner ist ja hier gestorben. Und dann erinnere ich noch an 2017, wo das Bilderberger-Treffen hier bei euch war in Dresden im Hotel de Teure? Im Taschenberg-Palais. Taschenberg-Palais, genau. Mhm. Das heißt, damals mit Henry Kissinger, war das Jahr, wo Trump an die Macht kam, da sind die noch hergekommen und haben sich hier getroffen. Also Dresden, muss man fairerweise sagen, hat ja auch noch ein Symbol. Trächtigen Hintergrund. Das können wir spekulieren, wie wir wollen, aber es ist schon sehr spannend, dass gerade hier an diesem Datum auch die Brücke eingestürzt ist. Ja, also kann natürlich Zufall sein, aber das sind ja ein bisschen viele Zufälle. Und Dresden ist ja auch, ich sage es mal, nicht nur eine Hochburg des Widerstandes schon immer gewesen, nicht nur zu Wendezeiten, auch in der heutigen Zeit, was man halt so heute als Widerstand betrachtet. Und Bomber Harris vielleicht auch noch. Dresden war eine Lazarettstadt. Die war voll mit Flüchtlingen und Verwundeten aus den Ostgebieten am Ende des Zweiten Weltkriegs. Ganz Dresden war im Prinzip sowas wie ein großes
Sanatorium, ja, das nie im Leben hätte angegriffen werden sollen. Komischerweise wurde die gesamte Innenstadt und alles hier pulverisiert. Heute ist es wieder eine wunderschöne Stadt geworden, muss ich schon sagen. Komischerweise ist aber die Albertstadt, das ist hier im Norden von Dresden, wohl schon seit sächsischen Zeiten, wo es noch Königreiche und sowas gab, immer Militärs waren. Dann waren dann später natürlich auch Militärs und unter der russischen Besatzung waren da auch Militärs. Die wurden nicht bombardiert. Wie durch Zufall. Alex, hast du noch eine letzte Botschaft für die Zuschauer? Weil ich finde es sehr spektakulär, dass wir uns das hier angucken können, dass du auch die Zeit gefunden hast. Vielen Dank an der Stelle, dass wir uns das mal anschauen. Hast du eine letzte Botschaft? Ja, es war schon absehbar, dass wir ein Hochwasser bekommen. Wir hatten starke, starke Regenfälle. Und Dresden war ja schon zweimal in den letzten 20, 25 Jahren von schwerem Hochwasser betroffen. Und ausgerechnet vor dem Hochwasser, was eigentlich schon absehbar war, ist hier die Brücke zusammengefallen. Hier, man sieht es jetzt bei den Lichtverhältnissen schlecht, aber ich kann dir vielleicht noch mal ein Foto zuleiten. Ist noch ein komplettes Brückenteil mit den Geländern, sieht aus wie ein untergegangenes Schiff, wo noch die Reling zu sehen ist. Ja, so. Und die Straßenlaternen so wie alte Segelmasten. Ob das möglicherweise, das lassen wir den Hubschrauber mal schnell durch. In der Zwischenzeit können wir mal ganz kurz noch mal rüberschauen. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt seht im Hintergrund. Wir sind Tatsache in Dresden und hinten ist die eingebrochene Brücke. Ja. Ja. Naja, jetzt liegt natürlich hier so ein großes Brückenelement, ja, mitten in der, im Fluss sozusagen. Das hätte bei dem Hochwasser zu noch erheblichen Problemen führen können, was Gott sei Dank nicht passiert ist. Und man muss auch ein wirtschaftliches Thema noch sagen, weil das ist ja hier im Prinzip eine schiffbare Strecke, die bis nach Prag mit Lastkähnen, sowas bis nach Hamburg, das alles verbindet. Auch das ist unterbrochen. Nur so zu den Auswirkungen. Ursache, ja, Spekulation, aber für mich ist es sehr seltsam. Alex, vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast. Danke für Zuschauen. Live und liebe Grüße an euch aus Dresden. Bis zur nächsten Sendung. Alles Liebe. Tschüss.